Das Immobilieninstitut der Universität Regensburg. An dieser Stelle Grüße gehen raus. Ja, ja, das sind alles Experten. Ich knarr mich mal ins Bild. Ja, hier ist Robert Götz, Matuszewski, der Facility Manager im Deutschen Bundestag. Also dieses Immobilieninstitut der Universität Regensburg. Das sind Forscher, Experten. Die haben folgenden Vorschlag gemacht und den werden wir jetzt auch zeitnah umsetzen tun. Haltet euch fest, schnallt euch an. Es wurde angeregt, die Mietpreise für gerade größere Wohnungen drastisch zu erhöhen, damit das alte, die alten, ich hätte beinahe gesagt alte Gesocks, aber nein, damit die alten motiviert sind, Motivation, ja, ihre Wohnung zu verlassen. Es gibt ja viele ältere Menschen, die so 70, 80, 90 oder gar über 90 Jahre alt sind, die immer noch alleine oder zu zweit in einer 3, 4, 5 oder gar noch mehr Zimmerwohnung hausen. Ja, und damit kostbaren, wertvollen Wohnraum für unsere geschätzten Gäste blockieren. Ja. Ich finde, das ist erstens rassistisch, das ist asozial, das ist egoistisch und das ist auch in gewisser Weise rechtsradikal. Aber gut, ich meine, wer über 90 ist, der könnte auch dabei gewesen sein. Der, also zumindest, zu der Zeit gelebt, egal. Und diesen homophoben, transgenderfeindlichen, rassistischen, antisemitischen Wohnraumbesetzungsdrang möchte jetzt die Universität Regensburg einen Riegel vorschieben und die Mieten drastisch erhöhen, damit alte Menschen ihre Wohnung verlassen und wir Raum haben für junges, frisches Blut. Ja, schön. warum fällt mir dabei Agnes Strack-Marie Graf Dracula Zimmermann ein bei frischem Blut? Egal. Also Freunde, ist ein guter Vorschlag. Preise rauf, ja, dann müssen die raus, können sich das nicht leisten mit der Rente und dann können andere rein. Und die anderen, die da reinkommen, die kriegen dann die Miete bezahlt über Steuergelder. Förderung, Freunde, ist gut, ist richtig, ist wichtig, ja. Und so muss das sein. Der Peter Weber hier, dieser eine Rechtsstaatliche, der hat ja neulich berichtet, da ist eine Gästefamilie, ich glaube aus Syrien, ja, Vater, Mutter und 7 Kinder, wirklich wahr. Und da hat er einen Bescheid in der Hand gehabt, die bekommen 3.962 Euro, ja, plus on the top die Krankenversicherung für die 7 Kinder, Vater und Mutter, plus on the top die Bezahlung einer großen Wohnung bzw. eines Hauses, Freunde. Ich würde mal sagen, das ist linkisch, linksstaatlich und zivilcouragisch, das ist gerecht und ich meine, irgendwoher muss das ja auch bezahlt werden. Also von daher, machen wir das jetzt mit unseren Steuern und wir sorgen dafür, dass wir ordentlich Wohnraum kriegen, damit gerade diese Familie mit den 7 Kindern mit 3.962 Euro Taschengeld plus Miete bezahlen, plus Krankenversicherung bezahlen, damit diese Leute auch Raum haben. So, stellt euch mal vor, da sitzt eine alte Oma in einer 7-Zimmer-Wohnung im Altbau in München irgendwo, ja, und zahlt vielleicht nur 1.000 Euro Miete, ja, weil sie da seit 50 Jahren wohnt. Raus, weg, ja. Das ist nämlich gerecht, das ist die neue Gerechtigkeit, die neue Normalität, ja. Ja, schön. Deutschland wird sich verändern und wir freuen uns drauf. In diesem Sinne, auf in einen wundervollen Tag. Schön, dass ihr auf meinem Zweitkanal Robert Götz Matuszewski Premiere seid. Abonniert ihn doch gleich mal und gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir einen schönen Kommentar und wenn euch meine Arbeit gefällt, danke für eure Unterstützung. PayPal und Konto hängt hier drunter. Klein oder groß, es hilft. Und natürlich grüße ich auch hier von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau Martina. Und ich bitte euch inständig, solltet ihr aufgrund dieser Nachrichten oder anderer Nachrichten gerade nicht gut drauf sein. Nein, das gilt nicht. Kommt wieder hoch und wenn ihr gerade krank seid, werdet wieder gesund. Wir brauchen euch. Und wir halten zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. So. Und wenn ihr alt seid, räumt eure Wohnung. Macht Platz für junges Blut. Der Robby, ich hab euch lieb. Ist doch nur gut gemeint. Ist doch für die gute Sache. Ihr habt doch da lange genug drin gewohnt. Ja, also bitte.